Hier ist wieder Füssen aus Berlin. Heutiges Thema ist dieses Buch How Not to Diet. Seht ihr das? Ja, ich lese gerade da dran und darum wollte ich mal so ein Feedback geben, wie ich das Buch finde. Das ist von Dr. Michael Greger und der hat natürlich viele seiner Analysen aufgrund der US-amerikanischen Bevölkerung ja, hier kundgetan. Aber ich finde, das Buch ist wirklich sehr, sehr interessant und fokussiert sich auch so auf diese Whole Food Plant-Based Diet. Das heißt, die Früchte und das Gemüse und so weiter, da einfach mal den Hauptfokus setzen und viel davon essen, weil es sehr wasserhaltig ist und am besten unverarbeitet wie möglich. Also, dass man selber kocht, ne? Propagiert, glaube ich, hier jetzt nicht eine Rohkost, aber halt, dass man selber zum Teil kocht, weil in den Fertigsachen, die vor allem in Amerika sind, sind die Sachen ja sehr mit Fetten und Zucker zugesetzt, was hier auch zum Teil ist, wenn man so irgendwie Milchschnitte oder sowas konsumieren würde, hat man da auch jede Menge Zucker und ja, und auch Fette, was ich nicht mehr mache, aber damals auch gegessen habe. Ja, und er ist halt auch eine pflanzenbasierte Ernährung, setzt der. Das heißt halt, dass man alles, was mit tierischen Nahrungsmitteln zusammenhängt, dass man die halt vermeiden soll, weil es halt die meisten Herz- und Kreislauferkrankungen und Krebs und so weiter fördert. Ja. Und das Buch ist wirklich interessant, vor allem weil ich jetzt auch ein bisschen zugenommen habe, kann ich mir, obwohl ich großteils so esse, sind hier auch nochmal zusätzliche Tipps dabei, wie man am besten isst, damit man ein bisschen abnimmt. Gerade jetzt in meinem Alter ist es wichtig, dass ich abnehme, weil ja, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat als Frau, ist das auch nicht mehr so, dass man irgendwelche Vorteile hat, wie ja, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sozusagen verhindern könnten, sondern man ist schon auf dem Status oder nähert sich dem des Mannes an und ja, und gerade auch im Bauchbereich sammelt sich viel, viel mehr Fett an, was dann halt auch Cholesterin und so weiter erhöhen kann und auch Diabetesrisiko erhöhen kann und da muss man halt aufpassen. Das heißt nicht, dass ich jetzt eine Diät an sich mache. Das ist hier auch keine Diät, diese pflanzenbasierte Ernährung, ja, sondern auch eine Umstellung, Ernährungsumstellung. Also ich bin, das war ja auch eigentlich so die Zielsetzung des letzten Jahres, dass ich mehr in Richtung pflanzenbasiert gehe, einfach aus gesundheitlichen Gründen und wie ich das auch genannt hatte. Ich hatte mir für den Zeitraum bis zur Menopause halt gesagt gehabt, dass ich mir Dinge halt noch erlaube und so weiter. Aber sobald halt die Menopause eintritt, muss man da auch anders wieder sich ernähren. Das ist ganz klar. Also je nach, wie soll ich sagen, fortgeschrittenem Alter muss man sich entsprechend auch wieder das adaptieren, damit man so gesund und fit bleibt wie möglich. Bis zum Lebensende. Das heißt nicht, dass ich 100 Jahre alt werden will, aber ich will gesund altern. Darum geht es. Kein Diabetes bekommen, keine Herz-Kreislauf-Erkrankung und auch, dass meine Cholesterinwerte wieder in einem, dass sie in einem moderaten Bereich sind. Ja, und dafür nehme ich halt das Buch hier zur Hand. Da sind halt einige Tipps, da werde ich auch noch ein bisschen draus euch berichten. Ich habe jetzt schon gemerkt, dass zum Beispiel, wenn ich zu viel, weil ich jetzt in Richtung pflanzenbasiert gehe, ist mir aufgefallen, Dr. Greger erzählt auch davon, dass wenn man normale Fette isst, ne, also nicht die Industrie da zusetzt, dass dann im Darm so ein Sättigungsgefühl entsteht und der Körper gar keine Nahrung mehr aufnehmen will. Und das ist mir gestern echt passiert. Ich habe bis zum späten Abend einfach keinen Hunger mehr gehabt, komischerweise. Und erst da gegessen und habe dadurch sogar einen halben Kilo abgenommen.
Und das war auch nicht forciert, dass ich das unbedingt wollte, sondern es ist von selber passiert, dass der Körper einfach ja, gesagt hat, jetzt ist mal Pause. Und dadurch konnte ich es auch durchhalten. Also ich hatte ja gar kein Hungergefühl. Wenn ich ein Hungergefühl gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich gegessen, aber ich hatte absolut kein Hungergefühl. Und ja, da werde ich einfach mal nach diesem Buch ein bisschen mich orientieren. Ich habe es mir einfach von Amazon bestellt. Also ich habe jetzt auch für euch keinen Link. Wenn ihr auch Interesse habt, könnt ihr euch das auch von dort bestellen oder woanders. Vegans hat auch einen Shop bei sich, wo er dieses Buch, glaube ich, wahrscheinlich auch anbietet. Aber ich weiß es nicht. Ich habe da darüber nicht bestellt. Jedenfalls denke ich, das ist kein Problem. Ich werde aber auf jeden Fall euch noch ein bisschen berichten. Ballaststoffe, hieß es bis jetzt, wären sehr wichtig. Die sind ja auch viel drin in Hülsenfrüchten und so weiter, in Gemüse und so weiter. Da sind mehr und Obst sind mehr, ist mehr Wasser. Da ist die Ballaststoffhöhe jetzt nicht so krass hoch. Aber Hülsenfrüchte hieß es hier. Ja, und was war noch das nächste? Aber dass man auf jeden Fall durch Suppen und ja, die esse ich auch. Ich werde auch demnächst auch mehr Suppen machen. Die werde ich euch auch mal filmen. Ich habe echt ein paar Suppen, die schmecken so hammerlecker. Die sind von Attila Hildmann. Und die sättigen. Und ja, die werde ich euch mal zeigen. Und das heißt, dass man durch Suppen auch gut abnehmen kann, weil der Körper, wenn er so die Substanzen einzeln hat, irgendwie das schnell verarbeiten kann, aber in so einer Suppe, in so einem Gemisch, muss er erst halt dran arbeiten, bis er das alles aufknackt und das sortiert hat. Und dadurch bleibt man länger satt, weil es im Magen irgendwie länger verbleibt, so ungefähr. Und auch je höher der Wassergehalt von Nahrungsmitteln ist, umso mehr wird die Taille auch kleiner. Das heißt, in dem Buch wird auch propagiert, dass man halt viel Gemüse und auch Obst essen kann, wie man lustig ist. Also es ist nicht so, dass Obst jetzt irgendwie da negativ, sondern go for it. Was man weniger essen soll, sind halt Trockenobst. Da werde ich auch ein bisschen versuchen, darunter zu kommen. Ich merke auch, je mehr Trockenobst ich esse, umso weniger Obst an sich esse ich. Und da in Trockenobst einfach der Zuckergehalt konzentrierter ist, neigt man dazu auch, dass man halt zunimmt. Eigentlich logisch. Und je mehr weniger ich davon esse, habe ich auch weniger einen Hieber darauf, würde ich mal sagen. Ja, und ja, das waren so die Nüsse und so, Nussmuse. Die nehme ich ja auch jetzt nur noch für das Essen. Dadurch habe ich irgendwie durch die Dattel und schön Nussmus rein und schön gewälzten Kokos. Habe ich, glaube ich, schon ein bisschen zugelegt, was ich jetzt gestrichen habe von meinem Plan. Das mache ich höchstens nur noch vielleicht einmal die Woche, so als Belohnung. Aber nicht mehr so konsequent die ganze, jeden Tag drei Datteln, that doesn't work. Ja, das steht da drin, in Bezug auf Nussmusse. Und Nüsse, also die sind jetzt nicht verboten, aber auch moderat, nicht zu oft, ne? Weil das einfach sehr kalorienhaltig ist. Und Mehle soll man generell nicht also zu viel einsetzen, sondern eher so Vollkorngetreide, wahrscheinlich auch in seiner ursprünglichen Form. Also Haferflocken ist okay, denke ich mir. Ich überlege, ob ich mir vielleicht so Buchweizen hole, einweiche und so irgendwie schön was zu essen mache daraus. Bei Buchweizen, den Geschmack mag ich. Oder dass ich halt, aber das Buchweizen, was ich verwende, ist ja auch Vollkorngetreide, ne? Also daher müsste es auch gehen. Ich bin ja auch umgestiegen schon auf Vollkornreis und dabei bleibe ich auch. Ja, das sind so meine Parameter. Ich werde euch immer mal auf dem Laufenden halten, was ich Neues aus dem Buch erfahre. Das finde ich total interessant. Auch dass zum Beispiel das Insulin, diese Problematik mit Diabetes, auch durch die Fette ausgelöst wird und nicht unbedingt durch Zucker oder so, was viele Menschen denken. So, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, einen Daumen nach oben. Wenn da, nein, einen Daumen nach unten.
Über Kommentare würde ich mich freuen. Und Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.